Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 8 Updates und 4 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Armin und LOLGamer für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dann möchte ich mich bedanken für Gostfenrir für die neue Mitgliedschaft. Ganz herzlichen Dank dir. Dieses Video wird präsentiert von Stefan und von Henning. Ganz herzlichen Dank, dass ihr Hofkönige seid. Wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar kam das erste Update gestern noch heraus, nachdem das Video schon veröffentlicht worden war. Und zwar handelt es sich dabei um die Karte Gnadental von Iron Thunder. Downloadgröße 76,2 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: 100 Sammlerstücke hinzugefügt, 4 Produktionsstätten hinzugefügt, Getreidemühle, Ölmühle, Bäckerei und Molkerei, Option zum Verkauf von Häusern hinzugefügt, sie haben jetzt auch einen Garderobentrigger, Nachfüllstellen für Saatgut, flüssigen und festen Dünger, Kalk, Herbizide und Salz wurde hinzugefügt, ein Steinbrecher wurde hinzugefügt, eine Verkaufsstelle für Kartoffeln und Zuckerrüben wurde hinzugefügt, diese können nun nicht mehr bei der Verkaufsstelle Blumengart Getreide verkauft werden, nördlich der Shops eine weitere Farm hinzugefügt, Aufladepunkte für Methan und Elektrizität hinzugefügt. 31% Düngerbug wurde behoben, der auch dazu führte, dass einige Verträge fehlschlugen. Die unsichtbaren Bäume in der Nähe von Feld 53 wurden gefixt. Die gepflügte Textur auf dem erntebereiten Feld 51 wurde gefixt. Gras, das durch einige von vorab platzierten Schuppen ging, wurde gefixt. Es ist definitiv ein neuer Spielstand erforderlich. Das nächste Update kommt für die Karte Small Cow Farm von ABT Frankie, Downloadgröße 25,7 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Ich habe den Strohhalm hinzugefügt, ich habe die Zäune aktualisiert, kleinere Korrekturen. Der Massey Ferguson 3700 AL Series von KRKZ Modding kriegt das nächste Update, Downloadgröße 13,51 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Visuelle Fehler bei Bauteilen mit Animation gefixt, Grundpreise wurden reduziert, kleine Fehler gefixt, Aufkleber wurde verbessert für den MF3 AL. Neue Motorenkonfigurationsoptionen hinzugefügt für den 3AL, 3AL75 und den 3AL95. Wir kommen zum Fliegel DPW 180 von Hydraulik, Downloadgröße 3,46 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Kleine Verbesserungen, neue Reifen von Continental und Trelleborg hinzugefügt. Das nächste Update ist für den Getreidekomplex von DDEX 96, Downloadgröße 24,52 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Die Halle kann separat erworben werden. Die Verkehrswarnschilder von Airshaba kriegen das nächste Update, Downloadgröße 1,37 MB in der Version jetzt von 1.1.5.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: 3 Modelle zum Platzieren hinzugefügt. Jetzt können alle Objekte von Hand aufgenommen werden. Moddesk auf die neueste Version aktualisiert. Dann kommen wir zum Lagerpack von LSMT Modding Team mit dem Update auf die Version 1.0.1.0 und mit der Downloadgröße von 5,4 MB. Und ist für alle Plattformen natürlich. Der Changelog sagt: Kapazität erhöht, Texturbearbeitung. Und damit kommen wir schon zum letzten Update, und zwar kommt dies für die Traubenverarbeitung. Diese kommt ebenfalls von LSMT Stefan, Downloadgröße 4,7 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Rezeptur verbessert, Produktionsgeschwindigkeit angepasst, Texturen geändert, Anpassungen zum neuen Patch vorgenommen. Und da kommen wir schon zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt dieser Avontal, ist eine Karte von Missy B und von Volkan95, Downloadgröße 42,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Willkommen im Avontal. Diese leere Wildnis liegt in Großbritannien.
bauen Sie Ihren eigenen Bauernhof und verwandeln Sie diese große Fläche zurück zu Ihrem früheren Glanz. Es gibt einen künstlich angelegten Teich, an dem man sich am Ende des Tages entspannen kann. Folgendes ist auf der Map verfügbar: 3 Verkaufsstellen für Ballen, Flüssigkeiten und Feldfrüchte, Produkte aus dem Base Game, selbstgebaute BGA mit einer Verkaufsstelle für Methan, kleiner Wald, der für den Start verwendet werden kann, benutzerdefinierte UK Geo und eine vordefinierte Grasfläche für den Einstieg. Das ist der Teich, von dem gesprochen wird. Wir schauen uns die Karte ganz kurz an. Ist nicht wirklich viel dazu zu sagen. Wir fliegen mal kurz rüber zum Shop. Hier, das ist das, was wir danach für die weiteren Mods brauchen. Wir schauen jetzt erstmal kurz mal zum Shop hin. Hier ist dieser selbstgebaute BGA und hier ist der Shop. Wir schauen uns die Karte mal an. Also es ist tatsächlich eine leere Fläche. Und hier ist definitiv dieses Wäldchen, was man brauchen kann zum Start. Aber es ist so, dass wenn wir uns die Landflächen angucken, gehört dieser natürlich zu uns. Und natürlich haben wir dann auch dieses Landstück hier. Alle anderen Landstücke können hinzugekauft werden, sind natürlich preislich unterschiedlich je nach Größe, bewegen sich aber um die 123.000 Euro. Das heißt, wenn man startet, kann man sich dieses nicht sofort kaufen. Man muss erstmal 23.200 Euro verdienen, damit man einen dieser Plots kaufen kann. Natürlich gibt es keine Aufträge. Der Aussaatkalender ist tatsächlich angepasst worden. Da ist definitiv was geändert worden. Das ist nicht der Standardkalender. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht, finde ich. An Produktionen gibt es die Kalkproduktion, die Biogasanlage und das war es denn eigentlich auch schon an Produktionsstellen, die verbaut sind. Zum Start-Equipment als neuer Farmer gibt es einen Massey Ferguson 3670, einen Fendt 942, bitte ignoriert den John Deere, zu dem kommen wir dann später. Dann gibt es den Mähdrescher, den New Holland, dann gibt es einen Teleskoplader, dann gibt es einen Anhänger, ein Schneidewerk für den New Holland, dann gibt es ein Dann gibt es einen Pflug, der auch zum Equipment gehört, zum Starten. Ein Gruber, eine Kreiselecke, eine Sämaschine, die wird verbunden hier. Dann gibt es eine Spritze, einen Düngestreuer, eine Forstmaschine zum Bepflanzen von neuen Wäldern, damit man wieder Holz produzieren kann. Dann gibt es noch ein Teleskopladerwerkzeug, eine Schaufel mit dem Volumen von 2640 Litern. Das ist das Start-Equipment, ist nicht schlecht zum Starten, denke ich mal. Auf jeden Fall fliegen wir einmal kurz über die Karte rüber und zwar gehen wir dahin, wo das Wäldchen ist, damit wir auch sehen können, was da noch so verbaut ist. Viel mehr gibt es nicht zu sagen zu der Karte. Es ist eine Karte ähnlich zum Starten, wie das die No Man's Land ist. Hier, das ist eine Grasfläche hier und das ist dieser Wald, der zu dem Start-Equipment oder zum Startinventar gehört. Ja, das ist auf jeden Fall, was zur Karte zu sagen ist. Viel Spaß damit. Es ist nicht unbedingt mein Stil, aber vielleicht gebe ich eben trotzdem noch mal ein Versuch, hier etwas zu machen. Und damit kommen wir zu der zweiten neuen Mod. Und zwar heißt diese John Deere 7R Serie Generation 1 von AMG Gaming. Downloadgröße 36,5 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese standardmäßig mit einer Leistung von 269 PS, wird Auto Power und EVT geschaltet und hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 545 Litern, 23 Litern DEF. 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 11,2 Tonnen und kostet 238.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es hier verschiedene Reifenvarianten, da gehe ich einmal kurz durch bei den Ausgaben für die Trelleborg-Reifen. Dann gibt es das John Deere Banner, das kommt hier hinten drauf, das ist dieses hier. Dann gibt es die John Deere Aufkleber in Gelb, das ist also die Dekoration hier, in Gelb oder in Silber.
Dann bei der Motorenausführung gibt es jeweils die Auto-Power-Version oder die E23TM-Version. Das ist also dann die Power-Shift-Transmission. Das ist also die Lastschaltung. Da gibt es also die mit 269 PS. Dann gibt es 290 PS, auch beide Versionen. Auch beide Versionen für 305 PS. Dann gibt es beide Versionen auch für 332 PS. Und zu guter Letzt noch die Version mit 352 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Standard Sound ist ganz klar. Die Beleuchtung, die Rundumleuchten und das Standardhorn. Das ist eigentlich alles, was hier zu sagen ist. Die nächste neue Mod heißt Alte Maschinenhalle, kommt von 750 Ti Modding und Michael LS, Downloadgröße 15,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 20.000 Euro, 20 Euro Unterhalt pro Tag, das sind die laufenden Kosten. Und das ist diese Halle hier, ein Unterstand mit zwei Abteilungen. Hier gibt es Licht und hier kann man natürlich das Tor aufmachen. Dauert ein bisschen, bis es aufgegangen ist, ist also nicht instant, ist aber auch sehr schön animiert. Dann gibt es dasselbe hier. Hier ist noch eine kleine Werkstatt drin, aber die ist natürlich ohne Funktion, aber ist im Prinzip dasselbe. Das bringt uns zu der letzten neuen Mod schon für heute. Und zwar ist das die Garage 43x12. Diese kommt von Koei, Downloadgröße 5,67 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden unter Gebäude und Hallen. Da gibt es also diese Halle hier ohne Tore. Das ist diese offene Halle, die wir hingestellt haben. Kostenpunkt zum Platzieren 75.500 Euro. Dann gibt es noch die mit Toren. Die ist dann zu haben für 99.500 Euro. Unterhalt pro Tag 1 Euro jeweils. Das ist diese hier. Die Außentextur ist extrem schön. Hier innen finde ich es extrem dunkel, selbst wenn wir hier reflektierendes weißes Licht haben von dem Boden, sehen wir hier überhaupt nichts. Also ich müsste hier schon die Lampe einschalten, um die Textur überhaupt zu sehen. Ist nicht ganz realistisch, finde ich. Es ist mir zu dunkel. Da sieht man gar nichts, was hier verbaut worden ist. Schade, schade, aber vielleicht wird das mit einem Update dann korrigiert. Hier gibt es keine Lichtfunktion. Also hier muss man im Dunkeln munkeln. Auf jeden Fall, die Textur ist cool, schön und da passt auch einiges rein. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen, dann überlege dir doch, Mitglied des Kanals zu werden, damit wir weiterhin unsere Server bezahlen können und ihr natürlich dann auch drauf mitmachen könnt. Wir haben ein neues Projekt ab Donnerstag. Seid gespannt darauf. Es ist ein Spielstand, den wir gemeinsam durchführen werden und versuchen, eine Farm komplett autark zu führen, was Treibstoff angeht, das heißt lediglich auf Methan angewiesen zu sein oder natürlich auch Strom. So sind wir nicht von den Ölpreisen, die stetig steigen, abhängig, sondern können tatsächlich günstig weiterarbeiten. Das ist das, was euch erwartet. Ab Donnerstag bitte schaltet ein. Bis dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die mitmachen und auch dabei sind. In dem Sinne, bis morgen, bis zum nächsten Video zu den Mods von morgen. Danke, tschüss. Und hasta luego.